Und dann können wir das in Betrieb nehmen. Wärme der Jahreszeit, Wärmebedarf sinkt. Das ist gut. Dann machen wir nämlich hier hartes Plus sogar. Warte. Machen wir es einfach so. Oder halt so. Und, na gut, dann haben wir halt hier ein paar Arbeitslose. Temporär. Also, okay. Dann steigt hier auch Ölvorrat. 60.000 können wir hier lagern. Warum? Weil wir keine Arbeitskräfte zum Bauen haben. Wir können hier übrigens auch noch eine Ölfabrik bauen. Das wäre eigentlich gut, wir müssen eigentlich alles an Öl hier rausholen. Und da sind mehr Fertigbauteile. Menge 400. Das ist halt nicht viel, actually, ne? Ja, okay, in 48 Wochen habt ihr das weg. Dann würde ich die Fabrik einfach dann rumziehen. Aber das Öl hat ja Millionen. Naja. Das heißt, wir brauchen eigentlich noch mehr Leute hier drüben, ne? Die halten immer noch ihr Fest. Kundgebung im Gang. Also okay. Wir sollten das jetzt auch mal nutzen, aber dazu muss ich jetzt erstmal das fertig bauen, richtig. So. Zack, 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 zack. Ich kann eh nicht voten, von daher. Ja, momentan ist ja nichts zum Voten. Actually, wir können in den Rat gehen. Gibt's irgendwas Sinnvolles zum Voten aktuell? Gesellschaft, wir haben Schulpflicht. Nö. Kriminalität? Nö. Können wir also nicht voten aktuell. Wir können mal wieder den Vote starten. Wartet. Die Regierung. Geleitetes Wählen. Das Oberhaupt kann einen Gesetzesvorschlag als für das Überleben der Stadt unerlässlich erklären. Wird weniger darüber diskutiert und viel unentschlossene Ratsmitglieder werden ihn unterstützen. Okay. So, der Zuschauerrat wird angeworben. Chat. Bekomme ich mehr Macht oder nicht? Ich brauche eine Zweidrittelmehrheit. Hierfür. Ihr dürft entscheiden. Darf Dave mehr in Richtung Diktatur arbeiten? Oder hat der Rat mitzuentscheiden weiterhin? Wie geht das? Du müsstest jetzt irgendwo hier ein Pop-up haben. Wenn nicht, drück mal F5. Und dann darfst du hier mitentscheiden, ob dafür oder dagegen. Wenn du es, wie gesagt, wenn du es nicht hast oder wer es nicht hat, einmal F5 drücken bitte im Twitch-Chat. Weil dann muss das Plugin neu laden. Bei den meisten Sachen sind nur die Laptop oder PC richtig. Es geht nur im richtigen Browser. In der App zum Beispiel geht es gar nicht. Oder Smart TV oder Gedöns. Die können leider nicht mitmachen. Da funktionieren diese Plugins nicht. Weil das im auf dem Bild, also auf dem übertragenen Bild passiert. Deswegen Handy, Leute, leider, I'm sorry. Beschwert euch bei Twitch, nicht bei mir. So, da kam noch ein dritter Wort. Wenn du am Handy bist, brauchst du nichts tun. Man kann am Handy die Desktop-Version im Browser aber von Twitch öffnen. Da würde es wieder gehen. Hat Ellie gestern getestet. So. Drei Leute, dann gucken wir mal. Abstimmen. Wir werden alle dafür. Und? Knapp, knapp. Einer mehr als benötigt. Ich habe mehr Macht erhalten.
Das war der dritte Anlauf, dass dieses Gesetz durchgeht. Wir konnten eh nichts Sinnvolles geworden, von daher. Danke, ich werde mein Bestes tun, euch alle zu unterjochen. Ich meine, meinen Reichtum zu stärken. Ich meine, eine bessere Welt für uns alle inklusive mir zu schaffen. Vor allem für mich. Sehr schön. Dave hat mehr Macht. Das finde ich gut. Oh, da wird es wieder kälter. Das ist schlecht. Aber wir bauen aber dick Kohlevorrat auf. Oh, warte mal. Unser Kohlevorrat wird voll sein. Das ist aber schlecht. Haben wir 100.000, warte mal. Können wir das? Das ist für beides 100. Oh, never mind. Ja, aber dann bauen wir hier definitiv noch ein Kraftstoffzentrum. Also nicht dahin. So, wie schaut sie da aus? Wie schaut es hier drüben aus? 100 Arbeitslose, warte mal. Das Ding wieder auf Maximum laufen lassen. Und die Stadt hochdrehen. So, keine Obdachlosen. Wir machen minus Essen. Warte mal. Machen wir nicht da drüben plus Essen hier, ja, wunderbar. Und verteilen wir das so um, dann ist hier auch plus Essen. Und Essen geht ganz gut auf gerade. Wir machen hier ein bisschen plus Öl. Die Spannung steigt aufgrund hoher Kriminalitätsrate. Scheiße. Ja, wir machen hier gleich was gegen Kriminalität. Ich kann immer nur eine Sache forschen. Wer hat alles gewählt? Meldet euch mal. Was ich, also ich habe nicht vorgelesen, wer. Du warst mit drin. Das wurde angezeigt. Dann wer wählt oder wer gewählt hat. Aber schön, dass ihr für Dave seid. Pro Dave ist immer eine gute Seite. Ich habe keine Bestätigung, ob es genommen wurde. Nee. Warte mal, das ist fertig, oder? Hä? Moment. Nein, 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 nein. Wie hart verklickt habe ich mich gerade? Ja. So, hier. Hop, 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 hop. Da auch noch. So. Dann haben wir noch ein Logistikzentrum. Perfekt. Die übrigen 100 Arbeiter. Warte mal, wenn das fertig ist. 173 Arbeiter. Kann ich euch irgendwo in irgendwelche Fabriken stecken? Die laufen gerade alle auf Hochtouren. Ach so, jetzt habe ich nicht genug Arbeiter. Scheiße. Um das Eis wegzusäumen. Na gut, dann einmal zack. Hello! Hello, Lifur. Wie war's? Oh, in den Grenzlanden. Sehr schön. Wie war's in Borderlands? Die wären dann schon mal alle frei. Naja, wird schon passen. Ja, ja. Boah, das dauert sehr lange. Die Siedlungsöfen. War ein Überschuss. Können wir das dann so machen, dass es da drüben nicht ganz so schlimm ist? Wobei, die haben genug, ne? Fertig mit den DLCs, beziehungsweise generell Teil 1 jetzt. Aha, willst du dann alle drei am Stück spielen, oder wie hört sich das an?
Ach, wir müssen halt hier jetzt warten. Warum haben wir hier so viele Obdachlose? Wait. Why this? Halt, stopp. Die ist oh Gott. Eins, zwei, sechs. Wir müssen die Wohnungsbezirke Bezirke ja so bauen, dass man die auch wieder vergrößern kann. Aber trotzdem noch plus Kohle, alles gut. Plus Kohle minus Öl. Es war gut, auf ein Mischding zu gehen für unseren Generator. Also wenn, müsstest du eh sagen, alle vier. Ach ja, Pre-Sequel. Gute Nacht, Neon. Ah, gut. Kühlhauslagerung. Organentnahmebegräbnisse. Oberhaupt, die Forschung und die Medizin fordern die Konservierung von Leichen, die zur Organspende genutzt wurden. Wissenschaft kennt keine Grenzen. Leichen zu kremieren und den Familien die Asche zu übergeben, ist reine Verschwendung. Es wird der Tag kommen, an dem wir diese Körper für Höheres verwenden können, sagen sie und fordern, dass wir die Leichen stattdessen auf Eis legen. Auch wenn es den Leuten nicht gefällt, werden sie uns noch früh genug für unsere Weitsicht danken. Was sollen wir tun? Vertrauen geringfügig reduziert. Beziehungen verbessern sich mit Ordnungswahrer. Beziehungen verbessern sich mit Pilger. Verschlechtert sich mit Ordnungswahrer. Vertrauen geringfügig reduziert. Das ist mir egal. Guck mal, ich habe so viel Vertrauen. Ich habe fast volles Vertrauen in der Bevölkerung. Wenn es der Wissenschaft dient, ja, dann ist dies gut. Ah, hier können wir auch noch Stuff bauen. War hier nicht auch irgendwas? Nee. Oh. Was ist das? Hier noch. Okay, mehr kann ich nicht. So, Wohngebiet wird gebaut. Es wird halt nicht mal reichen, leider, das Wohngebiet. Ich würde ganz gern langsam die Wachtürme erforschen. Das wäre schön. Unser Kohlevorrat wird trotzdem voll sein. Ja, aber es wird bald kälter, von daher. Warte, bevor wir hier weiter forschen, ist hier alles fein. Ja, keiner. Wir müssen aber Leute hierher schicken für mehr Öl. So. Siedlungsöfen, Frostländer und bereiten Vorschlag für Frostlandverbesserung. Ach so. Ah, das ist das. Das heißt, wir können... Oh, wir können nicht mal gucken. Moment, Frostland. Regierung, Propagandabehörde. Wir könnten theoretisch nächstes Mal eine Propagandabehörde... Einbauen-Chat. Die dafür sorgt, dass Dave noch besser dasteht. Ach ja, Forschung. Aha. Kohleverflüssiger. Warte. Kohlebedarf, Ölproduktion. Kohle in Öl. Krankheit steigt leicht. Hochdruckkohleverflüssigung. Elend steigt leicht. Generatorverbesserung. Teile Generatorzufuhroptimierung frei. Was ist das? Den Wärmeertrag.
Nahrungsgesetz, Effizienz, was? Oh, das wollten wir doch eh mal. Ach ja, aber wir kommen ja zu nichts. Zentren. Ach ja, warte mal. Waren das schon immer so viele? Nee, Wachtürme. Wir müssen Richtung Kriminalität mal forschen. Patrouillen. Ach, warte mal. Das sind drei verschiedene, sehe ich ja jetzt erst. Der Patrouillenwachturm. Optimiert für schnelles Ausrücken. Die brauchen halt Wärme. Auch 200 Arbeitskräfte. Das ist schon gar nicht so geil. Hier brauche ich weniger. Kriminalität sinkt leicht leider nur überall. Haltet die Bezirksfähigkeit zufällige Durchsuchungen frei. Excuse me, what? Wie zufällige Durchsuchung? Guten Tag! Heute wurde Ihre Hausnummer beim Würfeln ausgelost. Wir durchsuchen mal kurz Ihr Haus. Machen Sie bitte mal die Tür auf oder wir schießen. Ja, nett, ne? Ich möchte eigentlich mal auf möglichst wenig Arbeiter actually gehen. Ah, Wärmebedarf ist blöd. Na toll! Ich unterstütze schon wieder die zwei großen Parteien. Und die Neulondoner haben aber Standing verloren. Die waren auch mal bei über 40%. Aber mit den Frostländern verstehe ich mich, glaube ich, eigentlich am besten, was deren Ansichten prinzipiell angeht. Hier wollt ihr mir aber zu viel Arbeitskräfte und Wärme gleichzeitig. Im Endeffekt kann ich mir jetzt hier aussuchen, wenig Arbeitskräfte und viel Wärmebedarf. Oder kein Wärmebedarf und ja, viel Arbeitskräfte. Da aber Arbeitskräfte unser Hauptproblem sind, actually. Nehmen wir den. So, baue und verbesserte Siedlungen. Warte, was war das gerade? Siedlungskern, Zentrum. Was? Scheiße, ich hab's schon wieder vergessen, ey. Logistik, Industrie, Wohnen. Kann ich eigentlich mehrere Forschungsinstitute haben? Warte mal. Jedes Institut erhöht das Forschungstempo. Ich könnte die ganze Zeit schon schneller forschen. Und das sagt mir keiner. Fuck. Warum sagt denn das keiner? Ich möchte hier expandieren. Ich möchte aber eigentlich nicht daran. Nein. War das gut, dass ich das dahin mache? Ah, es hätte da unten hin müssen, ne? Ah. Egal. Oh mein Gott! Fischerdorf, verlassene Mine, fördert Kohle, Nahrungsmittel, Material, ja, passt. Ach, da war. So, Verbesserte Siedlungen, ja, wo war denn das jetzt? Zentrum, Wärmezentrum, ist das das? Nee. Jetzt habe ich mich wieder abgelenkt. Bessere Siedlungen. Ja, aber wie? Ich brauche mein Tutorial kurz. Zentren. Zentren sind einzigartige Bezirks. Ich fällt nur benötigen. Ja, bessere Preiseffekte. Blablabla. Abgeleckt? Ja. Mit dem wahrscheinlich eine Kategorie. Ja, das suche ich nicht. Generatorverbesserungen haben wir doch gemacht. Schon ja. Oh, Intake Optimis. Oh. Das suche ich auch nicht. Gefangene. Gefangene! Ja, ich kann ja noch gar kein Gefängnis bauen. Festnahme verwenden. Mit dieser Aktion, je mehr Gefangene, desto mehr Menschen kannst du. Blablabla. Siedlungen, das ist das? Indem du die Siedlungsheizung, Kategorie Beheizung erforscht hast, kannst du außen passenden Frostland in permanente Siedlungen umwandeln.
muss einen Ofen bauen, um eine kleine stabile Bevölkerung zu versorgen, dauerhaft Ressourcen produzieren. Ja. Um eine Siedlung aufzubauen, muss zunächst über Luftwege mit der Stadt verbinden. Ach so. Erst Luftwege bauen. Und das zum Beispiel könnte so eine Siedlung sein hier. So. Hep. Hep. Wir machen das anders. Zack. Zack. Jetzt wird hier ein Luftweg gebaut. Und dann, ja. Wie sieht das jetzt aus? Tödlich. Ach ja, hm. Ich wollte auch mal... Gefahrenstufe sinkt, genau. Speertraining. Gefahrenstufe sinkt. Ja, ja, die Dinge brauchen wir eigentlich auch noch. Frachtdocks. Hm? Warte mal. Ressourcenproduktion über die Luft. Warte mal. Weg deutlich. Aber hier brauche ich weniger Arbeiter und habe mehr Kapazität. Naja, diese Idee teilt niemand sonst. Die Pilger und die Frostländer haben es doch beide. Automatisiertes. Bahnstation, die für Träge optimiert wurde. Gerne begleiten. Ressourcenproduktion über Luftwege steigt deutlich. Steigt. Aber hier kann ich mehr hin und her produzieren. Dingsbumsen. Das ist doch besser. Ja gut, wir können Igwert nicht. Na gut. Achso, das ist Expansion. Expansion ist durch. Das ist on point. Kann ich jetzt ein... Warte mal, warum ist die fortschrittliche Schachtkohle-Mine? Die gehört nämlich hier nicht hin. Ah, mehr Arbeitskräfte. So, warte mal. Ressourcen senden, so. Dann haben wir drüben, aber ihr macht gar keine Ressourcen, actually. Das ist alles kacke. Das ist alles schlimm. Aber actually, warte mal. Das dahin. ...49 dahin. Ja, müssen wir so machen. Dann schickt ihr den übrigen Bums rüber. Warum ist das jetzt hier auf minus 4? Nee. Achso, weil... ihr genug habt. Bin mal wieder weg. Ins Bett, gute Nacht. Dann lief wohl, schlaf wunderbar. Können wir im Rat jetzt irgendwas Wichtiges beschließen? Jugend? Nee. Überhaupt kommt Trupps gut ausgebildeter und gut ausgerüsteter Wachen einsetzen, um Aufstände niederzuschlagen und anderweitig den Frieden zu wahren. Spannungen sind deutlich. Tode verschlechtern die Beziehungen weniger stark. Au. Oh. Geleitetes Wählen verschlechtert die Beziehungen weniger stark. Notfallsetzungen verschlechtern die Beziehungen weniger stark. Proteste sind wir noch weit von weg.
Ich möchte über eine Propagandabehörde entscheiden, die ich für durchaus wichtig erachte. Ted, ihr dürft mitbestimmen. Ich brauche wieder eine Zweidrittelmehrheit. Wir senken die Spannung, die momentan durch die Kriminalität... da stimmt was nicht. Der Patch heute hat ein paar Sachen kaputt gemacht, ne? Wir protestieren! Nö, momentan protestiert ja noch gar keiner. Wir sind weit weg vom Protesten. Ich könnte sogar geleitetes Wählen anmachen. Du wirst verehrt! Also ja. Das ist ja wunderbar hier. Dann kann ich die Unschlüssigen, dann hätte ich ja sowieso fast alle, ne? So, zwei Leute. Bekommt Dave eine Propagandabehörde? Sieht schlecht aus. Methandia und Mackie sind dagegen. Aha. Also bekommen wir alle Käsekuchen? Ja, eben nicht. Keine Propagandabehörde für Dave. Er hat meine sicheren Stimmen bekommen und alle anderen waren wirklich dagegen. Ja gut, Gesetz abgelehnt. Naja. Befugnisse des Oberhaupts bleiben unverändert. Na gut. Dann gibt's halt weiter Spannungen in der Bevölkerung. Habt ihr jetzt mitzuleben? Das ist eure Schuld. Die hätten wir senken können. Jetzt müssen wir mit Gefängnissen und Wachen. Oh, was ist hier passiert? Deaktiviert, reparaturbedürftig. Oh, ja. Reparieren. Da ist ein Bezirk kaputt gegangen. Oh nein, was ist da los? Kundgebende Pilger schlagen Ideen vor. Oh nein. Oh nein. Oberhaupt, die Pilger haben ihre Kundgebungen auf einen neuen Bezirk ausgeweitet. Während der letzten Veranstaltungen haben sie eine neue Idee mit Bezug auf Elternschaft vorgestellt. Sie haben ein eigenes neues Gesetz entworfen, das jetzt der Stadt vorstellen. Mutterschutz. Wie Mutterschutz? Sobald das Ding rausgepresst ist, ab in die Mähne mit der Frau. Und sobald das Kind alt genug ist, direkt hinterher. Wie Mutterschutz. Wir haben unseren Teil getan. Das Oberhaupt muss nur noch darüber abstimmen lassen. Sie wünschen sich Unterstützung für ihr Gesetz. Die zusichern die Verabschiedung. Warte mal, Bevölkerungswachstum steigt. Prozentzahl aktiver Arbeitskräfte sinkt leicht. Oh nee, das finde ich furchtbar. Und wir können ihre Idee später noch umsetzen, falls nötig. Das kann ich euch jetzt leider nicht versprechen. Das tut mir leid, liebe Pilger. Oh, ihr seid jetzt 10% stark. Ihr seid auch 10%. Die Frostländer sind mir ergeben. Sehr gut. Die ganze Stadt liebt mich. Prinzipiell geht's ja jedem gut. Wir können nicht zulassen, dass behauptet wird, du wärst pünktlich. Was? Ich weiß überhaupt nicht, was du meinst. So, was mit dem Öl? Wir kriegen 39 geliefert. Vorratszentrum voll! Oh, so, Wachtrupps. Wunderbar. Tja, dann müssen wir jetzt halt mit der Überwachung anfangen. Da, Kontrollwachturm. Sehr schön. Kriminalität runter. Das habt ihr euch jetzt selbst zuzuschreiben. Muss erstmal gucken, welche Viertel. Das ist komplett eingeschlossen, das Viertel hier, ne? Aber bei. Okay. Du bist wirklich komplett eingeschlossen. In dem Viertel können wir gar nichts machen. Gut. Du wurdest sogar schon mal vergrößert. Das ist Food. Das wurde schon mal vergrößert. Das müssen wir auch mal vergrößern, bevor wir das aus Versehen. Oh.
Müssen wir noch ein bisschen freischachteln. Ah, warte mal, da ist auch noch. So, zack. So, wir vergrößern erstmal diese Viertel. Brechen da was frei. Dann können wir nämlich da überall schön Wachtürme reinpacken. Wir bauen ab sofort nur noch runde Viertel. In der Mitte stellen wir einen Turm hin. Sagt euch das Prinzip eines Panoptikums etwas?